und das Video, das geht zuerst an die Erwachsenen. Schaut, wir sind Vorbilder. Davon lernen die Kinder am ehesten und am besten. Und das ist ein Tool, was ihr euch jetzt vorstellt, das kann man nie verlernen. Und das kann man machen bis ins hohe Alter. Und das ist eine Freundlichkeit am Nächsten. Also, horcht zu. Schon mal darüber nachgedacht, jemanden eine Botschaft zu hinterlassen? Das kann viele Formen haben. Es muss kein langer Brief sein. Manchmal tut es auch ein Zettel. Man kann auch in den Schnee schreiben oder in die Gartenerde. Dabei kann man mit nur einem Satz oder mit ein paar Worten schon ganz viel bewirken. Zum Beispiel, danke. So eine kleine Botschaft drückt immer eine Emotion aus und löst auch beim anderen ein entsprechendes Gefühl aus. Achtet nur darauf, dass es etwas Freundliches und Liebevolles ist. Es ist wie ein unsichtbarer Zauber. Eine kleine Botschaft, ein kleines Liebeswort zaubert nämlich dann beiden ein Lächeln in das Gesicht und wärmt das Herz. Wortgeschenke können viel Freude bereiten. Schon einmal ausprobiert? Wem könntet ihr heute ein Wortgeschenk machen? Das ist jetzt ein schönes Tool, das ich wirklich komplett vorlesen wollte, weil das wirklich für beide, für Kinder und Erwachsene, ein schönes Tool ist. Und fangt am besten heute damit an. Und macht es auch morgen und in einer Woche und in ein paar Jahren. Es wird Freude stiften im Leben. Und auf dieser Welt. Bis zum nächsten Video. Ciao.